So Leute, weiter geht's mit Gebrüll. Ich habe jetzt von ihm noch ein paar AKs reparieren lassen. Geht doch mal rein ins Tor, Mann. Kreuzhitjacken. Und zwar werden wir die gleich verkaufen. Ach ne, zwei. Ja, genau. Zwei habe ich noch reparieren lassen. So, und den Rest, den packen wir in die Schrottkiste rein. Wobei, mit der Arbeit könnte man eigentlich schnell noch annehmen. Söldnerlager, bla bla. Ach so, Texte lese ich nicht vor, gell? Das könnt ihr euch gleich abschmatzen. Ja. Wenn ihr Texte lesen wollt, dann haltet das Video an und lest die Texte und fertig. So. Zack, haben wir eine neue Mission. Und hier hinten haben wir so eine, ja, Kiste, in der man irgendwelchen Mist deponieren kann. Wie gesagt, das Zeug bei irgendwelchen Leichen ablagern bringt überhaupt nichts, weil die Idioten das ja plündern. Dann hat man den ganzen Mist nachher wieder am Hals. Das ist dann wirklich kontraproduktiv, wenn man das nachher 20 Mal aufhebt, das Gelümpe. Deswegen haut man es am besten gleich in eine Kiste rein, da ist es verschwunden. So, okay. Da landet nachher letztendlich, da bekommt man nachher irgendwann, bekommt man nachher mal, wenn man so bestimmte Sachen erreicht hat, dann bekommt man hier irgendwie so ein bisschen Heilungskram reingepackt, okay, den man aber eigentlich, ja, so gut wie nicht braucht. Nun ja, viel So, Glück. jo, viel Glück. So, weil wir ja geldgeil sind, sprechen wir jetzt erstmal mit dem. Gehen wir auf Handeln. Er hat 3.400 Rubeln, und das lohnt sich doch schon. Da können wir doch hier schon die ganzen Arsch von diesen Granaten verkaufen. Nämlich alle. So, dann drehen wir das Trümpel noch an. Und was haben wir noch vermisst? Das Zeug bleibt. So, auch der Mist hier, aber das sind 120 Rubel. Ne, das reicht nicht mehr. Verkaufen noch ein bisschen Wodka. 18 Rubel, okay. Wunderbar, genau. So, jetzt hat er 0 Rubel. Hast kein Geld mehr, Alter. So, was hast du noch an Kohle? Handeln, ne? 2257. Mal sehen, was wir dem andrehen können. Und zwar diesen ganzen Rotz, diesen Quatsch. So, das ganze Idioten-Munitionskram hier. Können wir dem andrehen? Brauchen wir ja alles nicht. Bringt alles Kohle. Und wir brauchen Kohle. Kohle ist hier im Spiel. Wie sagen wir? 2006. Oh, du warst schon zu weit. Na Gott, nehmen wir das mal zurück hier. Ah, noch eine. 80. Können wir noch ein bisschen Brot? Ne, Brot ein bisschen wenig. Warte mal, was war das hier jetzt? Das war zu viel. Und was war das hier? 2240 und was kriegen wir fürs Brot? 4. 52. Ach, noch 1 Rubel hat er jetzt noch. Gut, mit der 1 Rubel kannst du betteln gehen. So, wen haben wir hier noch? Den da hinten in der Ecke. Mit dem handeln wir noch ein bisschen. Da kriegt der halt diese Bullen hier und ja, hier bisschen Wodka noch. So, was haben wir hier noch? Brot. Ne. Wobei, da reichen eigentlich auch 5. Was bringen die? Die bringen 150 Stinken, aber weg damit. So, okay. Ja, das bringt richtig Fettkohle. 390. Haha. So. Na, da hat er fürs nächste Mal noch ein bisschen was übrig. Noch 900 Ecken. Wunderbar. Und wir haben in der Zwischenzeit, wie viel haben wir in der Zwischenzeit, habe ich nicht geguckt, 11.000 schon. Das ist gut, weil wir gehen nämlich jetzt gleich rauf zum Kollegen Nimble. Reden wir mit dem und werden ihn mal verklickern.
Was? Ich würde gerne was bestellen, genau. Was? Kannst du mir eine Frage beantworten? Ne, das kommt dann später dran. Ich würde gerne was bestellen und zwar eine Sturmwaffe. Ja, ist die 4000 Ecken. 20.000 will er haben, müssen wir jetzt noch 16 auftreiben. So, und wir haben 7. Also müssen wir noch 9 auftreiben. Ich höre. Aber habt ihr gesehen, wenn wir da ein bisschen. Wir hatten vorher 2,5, dann hatten wir über 11. Also 9.000 Rubel ist jetzt nicht unbedingt ein Problem. So, als nächstes. Das haben wir, das haben wir. Da war nichts weiter. Wir könnten jetzt hier noch ein bisschen Aufträge abfassen. Können wir auch gleich mal machen. Ach nee, das ist mir jetzt zu doof. Das ist jetzt zu viel Gelaber. Die wollen hier von irgendwelchen Leuten was wissen. Was? Nee, das ist alles schon noch zu früh. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Raus hier und rüber zu. Na, geht doch mal hier rauf, springt doch mal, Kollege. Rüber zu dem Baggerkran hier. Nachdem wir geguckt haben, wer sich hier kloppt gerade oder bellt oder was hier los ist. Immer erstmal kurz Ausschau halten, ob sich was ergeben hat bezüglich. Aha, hier sind die Viecher. Aber es sieht nicht so aus, als ob hier jetzt zusätzlich jemand da liegt. Die liegen noch, wo sie liegen. Oh, dort da unten liegt einer. War da vorne auch schon da? Auf jeden Fall liegt deine Flinte da. Steht deine Flinte. Oh, ich glaube es aber nicht. Wir haben eine Dings gekriegt. Wir haben eine TAS. Ich liebe die TAS. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher, ob die hier im Spiel genauso gut ist wie die anderen. TAS ist aber trotzdem, ja, für mich immer ein Schmankerl. So. Oh, die hat kein Zielfernrohr, gell? Ah, die hat noch kein Zielfernrohr. Ja gut, wir behalten sie auf jeden Fall mal. Wir werden sie auch reparieren lassen. So, sehen wir jetzt doch sonst noch jemand hier irgendwo rumliegen. Die hat man, die Brüder. So, wo waren jetzt diese bescheuerten? Wo waren jetzt diese bescheuerten? Jetzt muss ich mal aufs PTE gucken. Das bescheuerte Baggerschiff. Ach, hier drüben war das. Also in die Richtung. Na gut, dann los hier. Ach so, das Essen soll ich auch mal, hat er, schreibt er hier. Okay, ach so, du brauchst bloß für 4 zu drücken. Okay, wunderbar. Wunderbar. Ah, wobei hätte ich vielleicht doch meinen Anzug reparieren sollen, hä? Wenn ich jetzt hier einen Krieg ziehe, nee, dann repariere ich erst nochmal schnell den Anzug. Können die Leichen nicht irgendwann noch verfaulen, ist ja furchtbar. Hallo. Ich repariere noch meinen Anzug. Weil wir ziehen jetzt den Krieg. Reparieren, was wir haben, 600 Rubel, na gut. Für einen Hut reparieren. So, was will denn er für? Ich bin mir jetzt auch gar nicht so sicher, was wir vom Gimbal vom Nimbel für eine Sturmwaffe kriegen. Nicht, dass ich die jetzt hier für 1300 Rubel repariere und den ärgere ich mich hinterher. Nee, ich entlade. Ach so, geht das nicht. Nee, die werde ich jetzt noch nicht reparieren. Ich will auch mal sehen, was ich vom Nimble. Nicht, dass der meine TAS angeschleppt bringt. Und dann habe ich 2 TAS. Da. Ja, idiotisch denn. So. Unsere Klamotten sind repariert. Das ist das erste Mal wichtig. Und jetzt gehen wir rüber zu diesen verkackten Dings da hier. Zu diesem Baggerschiff. Ich glaube, das war in der Richtung. Ach, Quatsch. Die Karte raus tun. Ach Quatsch, das war ja PTE. Ja, genau in die falsche Richtung. So, was nehmen wir für Flinte raus? Die nehmen wir raus, das erste Mal. Aber so was hier viel zu rumkracht. In der Richtung. Wie sah es noch so aus, als ob da einer liegt? Wobei, ne, falsche Richtung. Na, hab ich nicht gesagt. Irgendwelches Viehzeug. Ja, doch schon grunzen hier im Kollegen. Habt ihr blöder Grunzer, ich will nicht mit dir spielen.
So. Jetzt könnten wir hier schon anfangen, unsere ersten Artefakte auch abzufassen. Das machen wir auch nachher später. Ach, Moment mal, hier unten war irgendwo Versteck. Vor irgendwas. Für Munition. War doch hier unten auch schon wo versteckt. Mal gucken. Steht da irgendwas? Da ist irgendwo verseucht alles hier. Aha. Ich wusste doch, hier war doch irgendwie Munition versteckt. Das ist eine Versteckkoordinate. Her damit. Haha. Ja, die konnte ich mir doch gerade noch erinnern. Aber wie gesagt, nach einem Jahr hat man nur noch wirklich super einzelne Sachen im Hinterkopf. Das meiste hat man vergessen. So, war hier irgendwas zu holen? Nö. Nee. Ja, aber Artefakte gab es hier. Das war eigentlich Artefakten-Dings hier. Ah, hier, da hinten hüpft eins rum. Okay. Hier in der Richtung soll irgendwo in. Ich mach das dann. Ja, toll. Ach, da hinten sehe ich, wie es rumspringt. Aber kommt man daran? Auf die Schnelle. Oder stirbt man dann Heldentod? Ich würde sagen, na, da hinten springt es rum. Zwei Artefakte sind hier. Aber da drücke ich erstmal die Schnellspeichertaste, bevor wir hier dann gegrillt werden. Komm hier, bleib hier. Okay, jetzt haben wir aber zumindest. Und das andere, kommt das raus? Ach, komm her, du Mistteil. Mitten in den Anomalien drinnen, na toll. Ja, genau. Hüpf noch ein bisschen hin und her, du dummes Teil. Komm her, ja, komm zu Daddy, komm zu Daddy, was auch immer du bist. Ach, Sauer. So, jetzt sind wir verseucht und der Anzug, ne, der Anzug ist nicht angeknabbert, na gut. Verseuchung, ach Quatsch, kann man doch hier über F3, gell? Okay, Verseuchung ist gegessen und Heilung. Das Schnaps noch was. Das können wir wegputzen. Das bringt mir alles Heilung. Naja gut, wir haben 19 von den Dingern, also kommen hier weg damit. Okay. Wir sind richtig gut drauf. Immer noch verseucht. Wieso sind wir immer noch verseucht? So eine Käse. Na gut, das ist nicht so wichtig. Es verseucht uns jetzt eh. So, jetzt müssen wir hinten noch lang laufen. Weil. Dieses Ding. Ach so, wir hatten ja, ich hatte ja jetzt hier Dings in der Hand. So, was haben wir jetzt hier? Was haben wir überhaupt aufgesammelt? Mal gucken. So, ich will doch hier wieder drauf. Okay, hier ist aber nichts mehr, wie es aussieht. Nein, die will ich nicht haben, ich will die haben. So, jetzt will ich aber erstmal gucken, was ich für Artefakt überhaupt abgefasst habe. Was ist denn das überhaupt hier? Nachtstern. Ach, Drachegewicht 4 Kilo. Ach ja, genau. Die kann man auf jeden Fall verkaufen. Und was macht der hier? Psi-Schutz kann man verkaufen. Wer meine anderen Stalker-Let's Plays kennt, der wird das mitgekriegt haben. Im Let's Play habe ich mein maximales Drachegewicht um einiges hochgesetzt, weil im normalen Spiel, da macht einen das nichts aus, wenn du da irgendwo 50 mal hin und her rennen musst, um ein paar Waffen aufzusammeln. Okay. Im Let's Play ist das irgendwie kontraproduktiv. Oh, schon wieder einen Verlatz gekriegt. Ist das irgendwie kontraproduktiv, weil. Komm hier, nimm das Ding. Weil. Man muss ja auch ein bisschen auf die Zeit achten. Okay. Ich vergeude hier eh schon im Let's Play immer sehr viel Zeit mit irgendwelchen Blödeleien. Da muss man dann nicht auch noch hier stundenlang wegen irgendwelchen Munitionskram darum basteln. Wem das nicht gefällt, ja, tut mir ja recht herzlich leid. Gibt noch ungefähr 100 andere oder 500 andere Let's Player, die das Spiel haben. Und da müsst ihr euch halt von dem Let's Play angucken. Ich habe da nichts dagegen. So,
Jetzt haben wir hier dieses Artefakt. Das krallen wir uns. Lüdet, sagt er. Neue Mission. Seltsames Phänomen. Stalker über das Artefakt befragen. So. Das Problem ist, wenn wir jetzt wieder rausgehen, stehen da so Seuchenvögel da und wollen uns das Ding abspenstig machen. Wogegen ich natürlich ganz heftig was ab. Und deswegen gibt es da bei mir bloß bei solchen Vögeln bloß eine Reaktion. Lest euch den Text durch, da will von uns das Ding jetzt haben, weil angeblich irgendwie, keine Ahnung, einer krank ist oder was auch immer, weißt du. Ich sage, ich habe das Artefakt, aber ich brauche selbst. Interessiert es sich jeder selbst, so, nee, ich pass auf dich auf. Mach nur weiter so, du. Zack. So, da diskutiere ich gar nicht rum. So, jetzt geht's mich hier, dann ist die Ader los. Da ist nämlich nicht alleine davor. Die sind nämlich zu dritt. Einer hängt da hinten irgendwo. Und einer hängt hier von den Mistvögeln. Raus, du Mistvogel. Wieso ist denn dieses Visier so krumm? Na toll. Na, komm, hab dich nicht so mädchenhaft. Irgendwann knall ich dich sowieso ab. Der zweite, der noch lebt, der versteckt sich hier hinten irgendwo. Ach, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach scheiße, habe ich die falsche Taste gedrückt. Oh. Könnte ich aber trotzdem mal machen irgendwie. Der ist nämlich irgendwie nicht mehr ganz so heil. Sehe ich gerade. Das war jetzt die richtige Taste. Zirkumflex. Okay. Na komm raus, du Mistvogel. Ich will dich erschießen. Oh, hat sich ein bisschen mädchenhaft heute, der Kollege. Oh, shit. Okay, und wir haben natürlich ewig lange nicht nachgeladen, gell? Ja, ich bleibe lange nicht gespeichert. Mist. Hätte ich nochmal zwischenspeichern sollen, ich trottel. Aber so ist das halt. Gut, naja, gut hier oben. Na, das ist doch noch erträglich. Das ist doch noch. Ah, da war automatischer Speicherstand. Na, das ist doch gut. Ich habe jetzt gedacht. Habe ich das Ding genommen? Ich habe jetzt gedacht, ich muss jetzt hier nochmal an die Stelle zurück, hier, bevor wir die Artefakte uns geholt haben. Die ersten zwei. So, also nochmal mit den Idioten labern. So, ich brauche selbst. In der Zone. Mach nur weiter so. Du wirst. So, und jetzt komm raus, die Mistvore. Na komm. Na komm, du Mistvogel, dass ich deinen aufbrennen kann. Tschakka, haben wir den ein? Oua. Oua. Mistpack, verdammtes. So, aber zumindest sind sie... Jetzt haben sie sich alle Beta aufgestellt, wie Trottel. Na, sowas Bescheuertes. Hat man ja weiß Gott selten. So, bisschen Waffe abfassen. Bisschen Kram abfassen. So, was habt ihr jetzt für Waffen hier? Da wollte gerade mit Handgranate schmeißen. Und guck, ihr hattet Dings dabei. So, was hast du vorher dabei? Wo ist deine Waffe? Du hast doch nicht nur eine Pistole gehabt. Ist deine Waffe runtergefallen oder was? Hier irgendwo durchgeburzelt? Das ist durchaus möglich. Oder sehe ich hier noch irgendwo? Nö. Muss hier runtergefallen sein. Will ich hier runterspringen? Will ich da runterspringen? Ich weiß ja nicht so recht. Sieht man sie irgendwo? Na gut, verzichten wir halt auf die eine Flinte. Ich sehe sie hier ähnlich. Wenn ich sie hier sehen würde, würde ich vielleicht versuchen, hier irgendwie runter zu krabbeln, aber ich sehe sie nicht. Okay. Das Artefakt haben wir. Hier war nichts weiter.
können wir uns also Richtung Dings machen. Wo sind wir? Können wir uns also Richtung Skadowsk machen. Und ja, schon ein bisschen verkaufen. So, ein bisschen verstrahlt sind wir. Ja, der Doc ist ja noch da. Dürfte ja kein Problem sein. Ups, was war das? Probier das mit unserem Wellen-Dings hier. Blöde ist, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, gell? Das ist bei mir immer so eine... Ja, ich vergesse das halt immer. Ups, doch hier einer. Ach nee, so ein Drecksköder war hier nur. Sonst war auch einer hier, ne. Hier rein oder da rein? Ach, können wir gleich hier rein mal gehen. Ja, okay, wir haben die Waffe dabei. So. Erstmal ein bisschen Kohle einhängen. Hey, Bruder! Sultan! Hallo! Was führt dich auf unser bescheidenes Schiff? So. Hallo, Bär. So, bla bla bla, könnt ihr euch durchlesen. So, jetzt können wir das Artefakt ihm schon geben. Warte, warst du mal? Hast du Arbeit für mich? Hat alle Shops vergeben. So. Handel ist Wandel. Mann, irgendwie hänge ich stetisch laufend auf meine Mausschnur hier. Furchtbar. So, was will er uns geben dafür? Für das gibt er uns 2 4er. Und für das gibt er uns 4 8er. Naja, komm hier. Oder? Nacht, wobei, Moment mal, Nachtstern. Nee, ich glaube, da kriegen wir mehr dafür, wenn wir warten. So, da warten wir lieber doch erstmal noch. Man sieht sich, komm hier, man sieht sich. Weg hier. Vorbei, wenn du ja, wenn du mir Arbeit gibst, nach Artefakten zu suchen, dann kriegst du auch welche von mir. So, was haben wir hier denn? Wir haben hier eine. Ach, ich achte. Ich muss da erstmal entladen. So, was haben wir hier denn? Dings. Entladen wir mal. Die entladen wir. Die entladen wir. Und die auch. Aha. So. Handel. So, was würde er für die geben? 700 Rubel. Würde er gleich geben. Ja, da verkaufen wir es. Die Reparatur, die ist garantiert mehr wie 300 Rubel. Und wenn wir jetzt auch mal 600 Rubel für das Ding ausgeben würden, okay, und würden sie dann für 1000 verkaufen, hätten wir ja plus 400, also weg damit. So, bei der hier, na, auch sofort weg. So, was haben wir denn? Eine blöde Pistole, die kann mit weg. So, okay. Zurück. Man sieht sich. In Ordnung, du kannst jetzt gehen, sagst du. Grüß dich, Alter. Eine dritte Flasche kriegst du nicht von mir. So, was wird denn die Reparatur hier kosten? Ups, 1500 Rubel, du hast so nicht alle oder was? Na, bei den Pistolen habe ich jetzt die Preise nicht im Kopf. Also, man sieht sich. Tun wir halt den Mist in die Truhe packen. Uch, da wurde schnell. Den Mist in die Truhe packen, weg damit. So, ich sehe gerade, wir haben hier noch 2 Detektoren, die kann man dir noch verkaufen. Die kann man ja noch loswerden, die 2 Detektoren. 3. Ja, das sind auch rund 500 Rubel, gell? Lohnt sich also. Hier, dem könnten wir zum Beispiel, den könnten wir im Übrigen auch die Dinger verkaufen. Aber ich glaube, der macht schon beschissenere Preise, oder? Macht er die gleichen Preise wie der Dings. Ne, doch, der macht die gleichen Preise. So, ach, die haben wir vergessen rauszutun. Mehr kriegst du nicht von mir, aber ich guck mal, was er da hat.
Was hast du denn da? Ja, da will zu viel, für das Zeug haben. 60 Schuss, 1100 Rubel. Ne, das lassen wir mal noch. Zurück. 70. So, wir haben auf jeden Fall schon wieder ein bisschen Geld zusammen. Ach hier, da, nochmal die Kiste. Diese blöde Flinte loswerden. Diese blöde Flinte hier loswerden. Hier, weg damit. Hallo du. Hallo du? Wer bist denn du? Ach, da läuft ja gerade wieder Blätter durch die Gegend. So, den hat man ja alles Geld abgeknüpft. Ja. Quatschen wir mit dem hier. Handel ist Wandel. 1500. Na gut, da kriegt er doch bitte was von uns. Erste Mal kriegt er hier die ganzen verkackten Granaten. Und dann hier noch ein bisschen Munition hier. Da, ach, na sag mal, Leute. Tut denn das Not hier? 1554 und das Ganze ist 1564. So, da kriegst du noch 3 Flaschen Schnaps. Und was kriegst du noch? Hiervon nichts. Nee, das Touristenfrühstück behalte ich. Borwurste. Und leck mich doch am Arsch. Ach so, die 3 Flaschen Schnaps waren schon zu viel wieder. Gut, kriegst du noch ein paar Brote. Okay, hat er noch 2 Rubel. So, wir haben jetzt insgesamt 9.899 Rubel. Irgendwie hat gerade mein Telefon gebimmelt. Was war das? Aha, ich soll es mal wieder laden. Aha. So sagt das Telefon dann auch. Okay. Oh, jetzt hat sich klar abgeschalten. Na toll. So. Ach so, genau, ich wollte jetzt, das Ding hat mich jetzt total durcheinander gebracht. Ich wollte dich was fragen wegen dem Artefakt. Ach so. Er sagt mir bloß, dass ich es zum Bord bringen kann. Man sieht sich. Sagt der noch irgendwas dazu? Irgendwie stirbt da hier gerade mein Mann. Oh, weg hier. Komm. Oh, jetzt kann er kaum noch laufen. Doc, ich brauche Hilfe. Da gebe ich das Kind an die Backe aus. So lange muss er noch leben. Komm, leb noch so lange. Leb noch so lange, wie du lebst. Wie du stirbst vorher. Ja, der ist halt tot. Okay. Man sieht sich. Oh, da habe ich jetzt nicht mal dran gedacht, dass da ja total verseucht war. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte ihn jetzt fragen wegen dem Artefakt. Hm? Ach, schon gut. Nee, doch, war doch hier irgendeine Frage. Nee, das war auch Müll. So, hat er da jetzt dasselbe gesagt? Ja, Bert, also. Gut, jetzt bringen wir es in ihm. So, hier. Rubel? Na ja. Okay. Und Versteckkoordinaten haben wir noch gekriegt. Aha. So. Hast du einen Auftrag? Erzähl mir von deinen Artefaktaufträgen. Welches Artefakt brauchst du? Ach, Auge, Blase, Flamme. Mhm. Okay, man sieht sich. Die habe ich ja nicht. Die habe ich ja nicht. So, was haben wir jetzt an Kohle? 12, 8. Wunderbar. Brauchen wir noch ein paar hundert Rubel und dann sind wir schon. Ach, halt mal. Und dann sind wir schon richtig glücklich. Dann sind wir schon richtig glücklich mit ein paar hundert Rubeln. Ich kann meine Waffe jetzt ziehen. Ne? Das ist schön. So, ich will aber eigentlich auf der anderen Seite. Auf meinem Aussicht. Ich hatte schon wieder irgendwas grunzen. Auf meinen Aussichtspunkt. Ah, nein, da will ich nicht runterfallen. Und ich höre doch auch Geballerei. Wer ballert sich mit wem? Da unten? Ach mal. Das ist natürlich kacke. Jetzt ist natürlich sehr finster hier.
Ach, Hunde mit Schnork. Hunde gegen Schnork. Aber liegt dann. Was ist das? Ach ne, das ist so ein verkacktes Mistvieh hier. Ah, ich schätze mal, der gewinnt des Schnorks. Ja, hä? Was war das? Hund? Hund. Ach, ich hab doch was schießen hören. In der Richtung hier. Der Hund zieht ab. Hat der Schnork einen Löffel abgegeben oder wo ist der auf immer hin? Gab es hier irgendwas zu holen jetzt? Das sieht nicht so aus. Ich schaue jetzt hier oben auf. Ein Blutsauger geht hier spazieren. Ein Blutsauger. Naja. Wenn man das unbedingt braucht, dann gehen wir hier schön spazieren. Weil ich rate ich eh alle noch aus. So, der Hund ist jetzt. Wo ist der Hund jetzt hin? Ach da. Platzsturm. Gut, gucken wir mal hier runter. Vielleicht waren da noch ein paar Dings mit dran beteiligt. Ne, dann schauen wir mal die hier. Ah, hier liegt doch was, genau. Nochmal ein Dings, nochmal ein Schießer. Munition. Was die Munition hat, das hat ich alles verkauft. Alles nehmen. Gleich leer machen, entladen. Oh, die kann man sogar noch verkaufen, wie es aussieht. Schießer entladen. Ja, noch mehr Leichen. Ah, doch, da ist noch einer. Von den Kollegen hier. Und auch mit einer TAS, aber wieder ohne Fernglas. Also, ich Quatsch, ohne Fernglas, sag ich schon. Ohne Zielfernrohr. Zwei Granaten zum Verkaufen. Eine MP5, beziehungsweise Viper 5. So, gut, hat sich wieder gelohnt. Ach, ich liebe dieses Spiel. Kannst du so schön plündern. Mann, wie hässlich. So. Der nächste Auftrag wäre ja hier dieses Militärlager da plätten. Das werden wir dann auch vermutlich im nächsten Part machen. In dem Part nicht mehr. Ja, du kannst nicht mal die blöde Köder schrammeln einfach hier rauf und da hat es gepupst. Bis der Ende kommt sie. Ach, da ist er. So. Ich würde von hier aus mich auch nochmal umgucken. Was ist da drin los? Ah, Schlachtfest. Naja. Und hier ist viel vergötig, keine Munition. Privatwürfen. Ach, da fällt mir gerade ein. Hier oben war eine. Hier oben war irgendwo. Oder nervt mich der Köder jetzt bisher. Hier oben war noch eine Versteckkoordinate, oder? Kommen wir noch hin? Oh, es hat gerade wieder saumäßig geleckt. Ah, wirklich. Ach, hier oben ist die Versteckkoordinate. So, wie war denn das jetzt mit dem Hinkommen? Das war irgendwie ganz blöd. Man muss erst hier. Ach, da vorne war dieses brennende Teil. Auf dem Rohr balancieren. Das habe ich mal gefressen wie ein Pfund Schmierseife. Gibt ein bisschen Medizin hier, ein bisschen Zeug, aber besser wie die hohle Hand gekackt. So, ein bisschen bücken. So, dann fangen hier das dann die Packel noch. Dann muss noch was liegen. Aha. Und. Ach, na, sag mal. So, okay. Versteckkoordinate geplündert. Das war wohl nur die wir vom Berg gekriegt haben. So. Sehen wir hier irgendwas Sinnvolles? Ja, da hinten ist noch. Ach, da hinten. Genau, da war auch noch eine Versteckkoordinate, aber da ist ein Haufen Ärger unterwegs da hinten. In dieses Rumskutkoi oder wie das Kaff da heißt hier. Ja, wie ist das verkackte Kaff? Isumrut Neue. Oh, da rammelt immer ein Haufen Viehzeug rum.
gibt es aber zwei Versteckkoordinaten da oben. Eine ist, was ist auf dem Dach, ich glaube eine AK. Und hier unten irgendwo ist eine THS. Eine neue, wohlgemerkt. Ach, ich bin raffgierig, ich hole mir das Zeug. Schrotflinte raus. Weil es doch irgend so ein Mistvieh kommt. Ah, da sehen wir es doch schon hier. Das Blöde ist halt, dass irgendwo Wildschweine dabei sind. Und an die eine Flinte hier, dann komme ich meistens nie so richtig ran. Da habe ich immer Probleme. Die hackt hier irgendwie. Die haben sie irgendwie bescheuert reingebackt hier irgendwie in dieses. Hier, ich glaube hier in dem. Ja, hier hinten sieht er sie. In einer Laufklotz draus. Da brauchst du immer 3 bis 5 Stunden, um das Ding irgendwie mal. Oh, jetzt hat er es gerade mal angezeigt. Jetzt wieder. Das ist immer so. Es muss ja als Bild angezeigt werden. Vorher kann man sie ja nicht aufnehmen, gell? Ne. Jetzt wieder. Immer wenn ich laufe, zeigt er sie an. Wenn ich stehe, zeigt er es mir nicht als Bild an. Kotzen. Da haben sie richtig die Leute verarscht hier. Soll ich mal stehend? Ne. Kniend? Ne. Es geht, ich habe sie schon rausgekriegt. Aber wie gesagt. Wie gesagt, das ist immer so eine Bastelei, ehe du das Ding kriegst. Ah, jetzt wieder. Tausendstel Millimeter vor und schon kriegst du nicht mehr. Och Mann, Leute, kommt hier. Muss auch aufpassen, sonst fällt man hier runter. Das ist das Blöde. Ne, wir müssen nicht gern hier. Er will es uns nicht geben. Oh, jetzt bin ich, jetzt will ich da haben. Scheiß AKM, der hat 1000 Ecken, gell? Die es dafür gibt. Aber. Ne, ich kann sie nicht aufnehmen. Ich kann machen, was ich will. Wie gesagt, jetzt hat er es wieder angezeigt. Aber jetzt stand ich doch sogar. Nee, das war so. Das darf ich mich verarschen, gell? Ja, wenn ich X drücke, kann ich nicht gleichzeitig aufnehmen, gell? Nicht gleichzeitig hier laufen. Aber vielleicht wenn ich stehe und hin und her laufe. Das ist irgendwann mal. Nee. Ich muss mich schon hinknien. Okay. Leider. Ich nehme die Waffe auf, aber nicht mehr an diesem Part. Das wird jetzt einfach zu lang werden. Ja. Ich mache dann im nächsten Part hier an der Stelle weiter. Dann führt uns unser Weg ja sowieso auch gleich hier rüberwärts zu diesem Militärlager hier. Wo war denn das? Das mache ich hier irgendwo, wo ist die verkackte Brücke? Ach, machen wir sie größer machen hier. Hier? Ach nee, Quatsch, wo ist denn das? Sag mal. Ach Quatsch, hier. Ne, das ist der Antennenwald. Hier will ich hin, genau bei der Kläranlage. Oh, das ist auf der anderen Seite der Stadt. Hier bei der Kläranlage, da werden wir dann im nächsten Part richtig aufräumen. Hier mit dem Hubschrauberkram, da lassen wir uns noch Zeit. Und wobei, ich könnte noch einen Sumpf runter gehen. Na, mal schauen. Vielleicht gehe ich aber erst noch einen Sumpf runter. Wie gesagt, jetzt hier, wenn ihr jetzt hier stundenlang zuguckt, ehe ich das Ding hier rausbastle, wie gesagt, ich habe da ja Geduld. Irgendwann kriege ich das Ding. Weißt du? Und, aber das würde wirklich, wie gesagt, zu lange dauern jetzt. Deswegen würde ich sagen, ich sage da jetzt erstmal, ja, macht ein paar Bewertungen, ein paar Kommentare, Tipps, Hinweise, wie gesagt, immer willkommen. Und Schüssel weg, euer Sheradan.